Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute am Hirschbrunnen. Sie wissen ja, es gibt so Orte in München, die kennt man nicht, aber man möchte sie gern kennenlernen, wenn andere Leute davon schwärmen. Wenn einer irgendjemand mir vom Hirschbrunnen erzählt, so schaut er aus. Hier, Trinkwasser. Wenn mir Michael Schweimanns, der dieses Gelände hier für den Bund Naturschutz betreut, haben Sie es eigentlich auch gelegt? Aber wenn ich hier die Folie sehe, ist es kein natürlicher Teich, gell? Absolut nicht, ein Kunstprodukt. Aber das ist schon uralt, hat bestimmt schon seine 20, 30 Jahre auf dem Puckel. Das war also schon vor meiner Zeit da. Mhm. Und ja, Besonderheiten haben wir auch hier drin. Nicht nur, dass es als Laichplatz benutzt wird von Amphibien, sondern wir haben hier neben der Sumpfschwertlilie auch eine sumpfblättrige Schlüsselblume drin. Ihres Zeichens nur als einzige Art in Europa vorkommt und sehr selten. Ist eine Schlüsselblume. Das sind diese gelben Blumen, wo so ja, Primula erectris auf der Wiege, was Feuchtes wächst. Genau, damit verwandt. Ja, unglaublich. Schauen Sie, da hinten sind praktisch die Iris, oder? Diese Schwertlilien. Ja, richtig. Ja. Aber das wäre ja eigentlich das richtige Habitat für so Molche, Teichmolche, Bergmolche. Bergmolch ist drin, Teichmolche habe ich hier noch nie gefunden in unserem Bereich, aber in Münchner Westen können sehr wohl auch Teichmolche vorkommen. Mhm. Haben Sie eigentlich schon mal Anten hier auflegen sehen? Weil es ist also, ja, die Stockenten kommen hier regelmäßig vor, in manchen Einzelfällen auch Irrgäste in Form von Mandarinenten. Echt? Die Mandarinenente kommt ja eigentlich aus China, aber in China gibt es nicht mehr in freier Natur, die gibt es nur in München. Haben Sie das schon gewusst? Im Englischen Garten gibt es 11 Brutpaare oder sowas. Die breitet sich noch weiter aus und ist auch recht widerstandsfähig gegenüber Stockenten und benutzen auch städtische Gewässer, um sich dort weiter heimisch zu fühlen. Es gibt Menschen, die behaupten, es liegt am chinesischen Turm. Weil das für diese Ortsmarke ist, an dem sie sich als Chinesen orientieren. Aber das ist ein Scherz. Jetzt möchte ich nur kurz auf dieses Wasser zu sprechen kommen. Das lädt so zum Trinken ein, was ja oft auch dann zu Durchfall führen kann, wenn man es falsch einschätzt. Ne? Höchstens an der Kälte. Ansonsten, das ist abgezapftes Trinkwasser aus städtischen Leitungen. Ach so, hier läuft praktisch die unterirdische Wasserleitung von Deisenhofen, von diesem Hochbehälter durch. Richtig. Ja, verstehe. Wie oft sind Sie dann hier und greifen hier pflegend auf diese Umgebung ein? Oder wir müssen ja davon ausgehen, dass der eine oder andere immer Butterbrotpapier hinschmeißt? Unsere Einsätze gehen das ganze Jahr über. Wir fangen, wenn das Wetter es erlaubt, bereits im Januar an. Wir haben sogenannte Jahrespflegeplanung und in diesem Zusammenhang werden zu bestimmten Jahreszeiten Flächen aufgesucht, ob wir jetzt Goldrute bekämpfen, ob wir Anpflanzungen vornehmen oder aber auch Auslichtarbeiten. All das gehört mit in die Flächen, die wir hier, und hier haben wir im Perlacher Forst allein über 15 Flächen, die wir betreuen, gehört es dazu, dass wir das immer übers Jahr in Ordnung halten. Und um zum Schluss unseres kleinen Gesprächs zu kommen, was ich also hier so als Felsen entdecke, das ist also, ist es echt Nagelfluh oder ist das irgendein alter Bunker aus dem Dritten Reich? Nein, auf keinen Fall. Es ist doch hier an den Isarhängen, wo es offen zutage tritt, es ist Nagelfluh. Und das haben Sie hergefahren? Vor meiner Zeit. Also, Damen und Herren, es ist wirklich toll hier. Mir gefällt es total gut. Wenn ich nicht. Oh, auch interessant. Schauen Sie, da wetzen sich entweder Hunde dran oder irgendwelches Großwild. Sehen Sie das, die Haare? Die Flächen werden hier auch zum Teil für die Reinigungsmöglichkeiten an Hunden herangezogen. Das, was Sie hier sehen, sind Hundehaare. Also man stellt den Hund praktisch hier drauf, da muss man nicht so weit unterstriegeln. Sie sehen, auch natürliche Tische lassen sich für solche Arbeiten heranziehen. Es gibt ein wunderbares bayerisches Wort. Man darf ruhig blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.